Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge City Gasser. Immer noch zu dritt, die Verena beschenkt uns mit ihrer Anwesenheit. Einmal meinte sie, ist sie noch dabei und wird nochmal Letzte, bevor sie sich dann auch wie die anderen in den Ruhestand verabschiedet. Richtig, genau. Richtig, richtig. Simon und ich werden uns weiterhin kloppen, wir sind die Dauerbrenner in diesem Spiel. Aber wir werden Gäste haben, berühmte Gäste nächstes Mal aus Film und Fernsehen, habe ich gehört. Mal gucken. Auf jeden Fall, wir spielen heute wieder 90 Sekunden, 10 Runden, aber... Wir haben eine kleine Sonderbedingung. Wir dürfen nur auf Ländergrenzen tippen. Sprich, auf Ländergrenzen tippen. Ländergrenzen halt. Ich glaube, ich habe nicht verstanden, was davon noch selbst. Es erklärt sich, glaube ich, von selbst. Bei der Insel darf man an die Küste tippen, aber man darf nirgends ins Landesinnere tippen. So, gut. Ich hoffe, wir haben alle die gleichen Grenzen im Kopf. Das ist gut. Und dann würde ich auch sagen, legen wir los und wir schauen mal, wer heute den Pokal nach Hause holen. In St. Petersburg, oder? St. Petersburg, die Musik sagt alles, oder? Ich höre keine Musik. Ich höre Musik. Und da kriegt gerade jemand Ärger? Ja, die kriegt gerade richtig, der kriegt gleich richtig einen Anrasser von seiner Freunde. Hey, wo ist das, ey? Ich habe noch nichts gesehen. Denk dran, Ländergrenzen. Ja, wir haben ja noch ein bisschen. Oh, okay. Ländergrenzen, ja, okay. Oh mein Gott, echt, ey. Ah. Gut. Dann habe ich noch 40 Sekunden. Aha. Werden euch Ländergrenzen angezeigt? Ja. Muss ein bisschen reinzoomen. Das siehst du eigentlich immer. Das siehst du immer. Ach so, ja. Weil man darf auch an die Küste, ne? Also die Küste ist auch eine Ländergrenze. 10 Sekunden noch, denk dran. Küste ist auch erlaubt. Na, was? Da unten? Es ist Odessa! Ja, ich habe auch gedacht, oh scheiße, ich dachte Kiew und dann war das eigentlich die beste Wahl von mir, aber ja. Habt ihr aber eine Flagge da aus der ukrainischen? Die habe ich nicht gesehen. Doch, die war ja, auf dem Gebäude. Ha, und da hat jemand... auf dem Gebäude, auf dem ersten, das man da gesehen also, hatte? Also Simon, das war nicht die Ländergrenze, was du da getippt hast. Doch, natürlich, Seegrenze, hallo? Ich habe extra wie du gefragt, daneben warst. Ja, guck mal, wie arg du da daneben bist. Du musst ja schon richtig auf die Grenze tippen. Guck mal, ich war ja nicht jenseits, ich war ja jenseits der Grenze, nicht diesseits. Ja, aber wenn es jetzt Russland gewesen wäre, dann wäre es ja blöd gewesen. Dann wäre es ja näher ran, weißt du, was ich meine? Ach so, dann wäre ich noch ein bisschen näher. Ja. Du musst ein bisschen genau auf die Grenze tippen. Ja, mein Gott, ist okay. Simon. Oh, das gibt nochmal 5 Punkte Abzug für Gryffindor. Ich überschreite ja. Grenzen, weißt du? Ich verschiebe die Grenzen, ich bin da, ich gehe voran, ja, Fortschritt. Du bist sehr grenzenüberschreitend, ja. Ganz genau. Das ist grenzwertig, Simon. Was sind wir hier? Ich glaube, ich habe gerade eine Grenzerfahrung. Ja, das wird interessant mit der. Also die Küste ist auch erlaubt, ja, okay. Ich glaube, also ich weiß nicht die Stadt, aber ich habe eine Vermutung. Simon, hast du die Stadt? Nein. Wow, schönes Auto. Glaube ich dann noch 30 Sekunden. Ich bin mir noch nicht sicher. Weißt du es, wo du hinklicken wirst? Ich habe zwar was gelesen, aber ich weiß nicht, wo das ist. Okay. Oh mein Gott, da müssen wir halt. Ja. Ja, okay. Ach. Ja, schön. Aber ach, da gibt's noch eine Bucht, verdammt. Ah, da ist tatsächlich Kawagoe. Das habe ich gelesen. Dammit. Nicht schlecht. Ich dachte nicht, dass es Tokio ist, aber gut. Also tatsächlich habe ich doch
ganz gar nicht mal so schlecht. Hä? Was hat er denn gemacht? Ah, pst, Fabian, ist das halt. Ja, ich dachte eigentlich eher auf Hokkaido, aber gut, ist in Ordnung. Nur weil es jetzt Kürbisse gibt, sagst du? Mich verwirren die Farben verwirren mich irgendwie. Mein Guess ist blau, aber in der. Da bin ich jetzt rot. Nicht nur dein Guess ist blau, Verena. Ich krieg das bis hierher. So. So. Next round. Hätte ich einfach mal. Ich hätte mal nach dem Bot gucken. Oh, okay. Das. Okay. Die Frage ist jetzt. Okay. Wow. Das war ein schneller Scheiß-Tipp, Simon. Das ging schnell in die Hose. Ich dufe. Bin ich doof? Ich hab mich mal boosten lassen und gedacht, ich tippe mal einfach, aber ich hab ja Zeit ohne Ende. Ja. Oh. Wie belastend. Wie belastend? Was mache ich denn? Warum tippe ich denn schon? Also, dass ihr noch nicht getippt habt, wundert mich, aber. Wie doof. Ich bin mir ganz ehrlich nicht sicher, ey. Also, ich hätte. Weiß nicht. Keine Ahnung, ey. Leute, also ich hab getippt. Yes. Und danach erschien dann NZ. Ja, da gab's ja, dann New Zealand. Die E-Mail-Adresse habe ich auch gelesen. Deswegen warte mal, das ist aber ein ungültiger Tipp. Wieso? Das ist mitten auf dem Land. Ach ja. Oh ja, und ich glaube, ich hab's auch verkackt. Ich hab's auch verkackt. Was? Aber aber Simon, das ist die Wiedergutmachung. Nee, ich hab's nicht verkackt. Das geht. Ich bin an der Küste. Du bist an der Küste. Du bist ein bisschen zu weit drin. Das ist nicht mehr Küste. Das ist aber schon nicht da. Das ist nicht ganz Küste. Aber hier, das ist nicht ganz legit. Das ist also. Aber so weit Verena, bin ich dann auch nicht mehr weg von der Küste. Das ist richtig. Du wärst sogar noch näher dran gewesen, wenn du die Küste wahrscheinlich getippt hättest. Aber wenn du jetzt gewinnst, werden wir es nicht anerkennen. So läuft das. Ja, das ist jetzt schon böse. Ich werde nicht gewinnen am Ende. Deswegen ist das schon okay. Sag das nicht, glaub doch mal an dich. Ja, eben, sei doch mal, glaub an dich und du schaffst es. Und wir zerstören es dann wieder. Dann kommen wir. Jetzt, genau, und dann kommt hier. Also Küste, denk dran, Ländergrenzen, das Thema heute. Sag mir das nächstes Mal nochmal bitte. Okay, what? Wo bin ich? Bin mir auch noch nicht sicher. Ich habe was gelesen, was mich einfach. Ich weiß es nicht, wo es ist. Ja, ich auch nicht. Es hilft nicht, ne, was man liest. Ja. Ah, okay, ich muss mal hier. Shit, wo ist denn das? Oh, Kacke, ich kacke. Ganz viel Kacke. Okay, komm. Ich tippe jetzt auch einfach. Ah, okay. Ah, Jakarta. Oh Gott, yo. Fabian, what? Ja, ist okay. Ich hatte irgendwie halt Südamerika im Kopf. Und du bist wieder auf dem Land. Was machst du denn? Ich bin an der Ländergrenze. An der Ländergrenze, sorry. Naja, aber. Ja, okay. Lass uns nicht drüber reden, ist nicht passiert. Gut. Ah. Ja, entspann dich mal. Okay. Wow, ich hab gar keinen. Auch keinen Plan. Ich auch nicht. Okay.
dann gerade ein paar Deutsch gesprochen. Aber das ist nicht das. Nee, nee. Okay, da bin ich nicht ganz unzufrieden mit dem Guess. Obwohl Verena besser ist. Ach, shit, da drüben war es, Adelaide, okay. Ich weiß halt einfach nicht, wie es aussieht in Australien, ne? Wie man die Sachen und ja. die Städte unterscheidet. Ja. Ist total schwierig irgendwie. Also für dich zumindest. Ja. Merry Christmas steht bei mir. Halbzeit, Freunde, Halbzeit. Oh, schon Halbzeit, guck mal, wer führt. Unberechtigterweise, aber wer führt. Aber mit welchen Mitteln ist man in die Führung gegangen? Das ist da immer die Frage. Drei! Okay. Okay. Das Land habe ich, glaube ich. Ja, das Land habe ich auch. Also ich glaube es, also bin mir ziemlich sicher, sagen wir es so, aber... Ja, wenn man das natürlich auf doppelter Geschwindigkeit hat, dann denkt man sich auch, hey, wieso fahren die denn so brutal schnell? Ja, gell, ich hab's auch gerade gedacht, ohne Witz. Jawohl, ich bin mir... Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ja, wir haben wahrscheinlich gerade beide gedacht, aber... Ach, das muss es sein, das muss... Okay. Ländergrenze oder Küste? Ländergrenze oder Küste? Ja, okay. Ja, okay. Oh, warte. Ich habe was gelesen. Dann machen wir Ländergrenze natürlich. Oder Küste. Na komm, wir machen Ländergrenze. Ach, Küste machen sollen! Nicht schlecht. Man hat Khmer gelesen und das ist Kambodscha. Mhm. Oh, und ich war so, ist es die Hauptstadt oder mache ich zwischen Thailand und dann habe ich, immerhin. Es war Phnom Penh. Da fliegt meine Freundin in 2 Wochen hin sogar. Oh, nice. Okay. Kann ich ja schon mal sagen, wie es aussieht. Ja, genau, wenn du da warst, ne, dann hängt alles gesehen. Wenn du da genau. bist, schreib es mal groß hin, dass du in Kambodscha bist, damit wir das sehen. Das sollst du überall machen, wo sie ist, Fabian. Hinschreiben, welches Land es ist. Das wäre echt super. Richtig gut, ja. Da gibt's sie wieder City Guesser. Okay. Das war doch jetzt. Ja, welches war? Was war's denn? Was war denn das nochmal? Was war das nochmal? Ah nein, was war es nochmal? Was war's? Es war nicht das, was ich dachte, was es war. Nee, das war irgendwo. Oh. Ich weiß es nicht mehr. Oh, du weißt es nicht mehr und 11 Kilometer. Oh, nicht ich weiß es doch. Aber richtig gut. Ich bin mir nicht sicher, welche Stadt es war. 11,3, da laufe ich euch hin, sage ich euch. Guess da jetzt einfach mal. Sag mal, sind so Straßen übers Wasser Grenze oder zählt nur die Küste? Ganz knapp daneben, Arena. Straße übers Wasser ist keine Grenze, nee. Keine Grenze? Nee, das zählt nicht. So, hier wird's flusslike, dann kann ich bis hier gehen. Ich bin an der Küste geblieben. Wir klicken einfach mal weiter. Ja, 16.000 Kilometer? In Europa? Nee, schon wieder mitten in Florenz. Verstehst du die Spielregeln nicht? Verstehst du die Spielregeln? Siehst du die Wolken gerade am Hintergrund? Kennst du Florenz? Ja, jetzt ich habe gerade Gelato gelesen. Oh, Gelato. Und am Anfang war eine italienische Flagge, aber wahrscheinlich beim Eisladen. Ah, geil. Okay, also Simon, Lob an uns, Lob auf die Schulter. Ja, Verena. Verena, nee, das ist also. Das geht ja mal gar nicht. Oh. Könnte das etwa?
Könnte das etwa eine Kirche sein? Das ist Kölner Dom, oder? Famost, würde ich sagen, oder? Der Kölner Moos. Kölner Moos, ja. Okay, okay. Okay, das ist sicherlich nicht die Mongolei. Oh, man hat es gerade irgendwo gesehen, ey. Ah, okay. Habt ihr okay. schon eine Vermutung? Simon hat eine Vermutung. Ja, ich habe eine Vermutung. So, wo warst du denn nochmal? Da! Definiert mir mal Ländergrenze. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe eine Frage. Aber egal. Ich nehm Küste. Oh Gott. Okay, Simon, du bist aber doch ein bisschen weit weg. Ich habe noch nicht getippt. Das ist Verena. Ich war das. Verena war das. Oh shit, ich habe noch gar nichts gemacht. Ah, nee, geht nicht. Ich weiß es nicht. Da stand Birmingham. Ich habe Birmingham gelesen. Oh nein, das war Birmingham. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe Schwarzes Meer gelesen anscheinend. Weißt du, ich wusste ja, dass es Birmingham ist. Guck mal, weil ich jetzt zur Küste musste, kriege ich nur 200 Punkte mehr, obwohl ich halt einfach mal nur 148 Kilometer weg bin. Ja. Verena, wir sind noch 20 Punkte auseinander. Ja. Und es sind noch zwei Runden. Simon ist schon ganz gut vorne, aber es ist noch alles. Da ist noch alles drin. Da kann, spannend, hier ja. kann man noch richtig falsch liegen. Küste, denk dran. Simon, kommt was sehr bekannt vor. Bam, 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 bam! Oh, natürlich! Wo war das, Simon? Wo war das nochmal? Also, ich weiß nicht, aber ich war da. Sag mir doch mal ein bisschen, wo es ist. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Du hast doch Zeit. Da war ich schon. Da unten ist ein Drugstore. Da habe ich mir Medikamente gekauft gegen meinen Husten. Da links kommt man in eine super tolle Einkaufsstraße rein. Da geht hier los, die Lanes. Rechts in die North Lanes. Ha, ich hab's geliebt. War eine tolle Stadt. Naja. Naja, okay. Ich habe aber leider blöd getippt, glaube ich. Und Simon hat auch. Nee, Verena hat auch blöd getippt. Ja, auch! Warte! Versteht ihr das Spiel? Verena, das ist okay, weil Simon war schon dort und das ist Cheaten. Deswegen ist es für uns okay, auch jetzt heute mal nicht an die Küste zu tippen. Nur an die Küste! Und Simon, beide mitten rein! Simon, mit der Küste hätte ja noch besser getippt, verstehst du? Das ist ja ein Vorteil für dich. Ja. Es ist so. Ich zweifle einfach so, an euch. Das ist das Problem. Da kannst du jetzt gar nichts sagen. Mit dem Bus bin ich immer gefahren, die 1A. Ach, die 1A war das, ne? Ja. Gut, ich will nicht letzter werden, deswegen muss ich 60 Punkte auf Verena aufholen, letzte Runde. Und denk dran, an die Küste. Oder Ländergrenzen. Oh nein! Oh nein, wo war das nochmal, Leute? Simon, sag nix. Soll ich nicht sagen? Das nein. Ist das nein, schon Simon, das war. Nee, okay, sag nix. Ich hab keine Ahnung. Ah, das ist jetzt, weißt du, wie. Das muss man. Da muss man jetzt gut tippen. Ich tippe einfach mal dahin. Also, Fabian, was zahlst du mir denn jetzt, dass ich es nicht sage? Weil ansonsten. Warte, ich muss es erstmal selber finden, ey. Weißt du, dann wärst du ja praktisch. Dann, also, wer gibt mir denn jetzt was, wenn ich jetzt verrate, wo das ist? Simon, also du kriegst meine. Oh shit, das war nicht mal gut. Du hast meine ewige Freundschaft. Okay. Nummer 1. Ja. Nummer 2. Wenn du nächstes Mal kommst, kriegst du einen Schlafplatz. Oh, okay. Und ich kann dir Schlafplätze hier organisieren. Du kriegst Essen. Aha, okay, was du willst und Kuchen. Und Katzen kann ich bieten. Ein Katzenkuchen? Bei uns ist es immer wärmer als im Norden, wollte ich mal sagen. Ja. Und jetzt kommt auch aus dem Norden kommt ja auch keine Angebote, ne? Also ich glaube, die haben schon eine kapituliert da. Und würde jetzt hier irgendwas von Freiburg kommen, würde ich wissen, wo ich wohne. Verena, mehr kann ich dazu nicht sagen. Verena? Ja. Anscheinend hat Verena hier den zweiten Platz überlassen. Es hat gereicht, ja. Oh nein. Ich hätte jetzt du warst in Auckland? Wo warst du denn?
Wo warst du? Im Norden. Ah. Das war wieder auf dem Land. Also, ich weiß, das müsst ihr noch ein bisschen üben, an die Küste oder an Ländergrenzen zu tippen. Also, das ist echt unglaublich bei euch. Ich war doch am Wasser beim letzten Guest. Nein, du warst in Oakland auf dem Land. Nicht Oakland, bei San Jose mitten im Grün. Mitten im Grün, ja. Du hast nicht reingezoomt, werte Dame. Ja, aber... Verdient okay. Verloren deswegen, oder? Ja, aber guck mal, das war eine gute Runde. Es war eine schwere Runde, vor allem für uns alle. War viel Stress. Mhm. Und Simon hat mal wieder die Goldmedaille geholt. Glückwunsch an Simon. Glückwunsch. Ah ja, ja, die Konstellation bleibt. Ja. Erster, zweiter, dritter. Alle guten Dinge sind drei und damit sind wir raus, Freunde. Alle guten Dinge sind auf Wiedersehen, ja, genau. Alle guten Dinge sind auf Wiedersehen. Bier auftrinken, der Arme. Oh ja, das steht ab, aber ich trinke halt Bier hier. Während der Aufnahme, das mache ich nicht. Sowas mache ich nicht. Nee. Von dem her, ist alles gut. Alles gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.